Ulala. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play H1Z1 Battle Royale. Mit mir, dem Pete. Oder wie man mich auch nennt, dem Survival God. Oh yeah. Und schon geht es los mit dem ersten Match. Scheiße, ich sollte direkt das, was ihr mir beigebracht habt, anwenden. Da hinten ist eine Wohnsiedlung. Okay, wenn ich nach rechts und nach links fliege, geht das deutlich schneller als einfach nur nach vorne. Wurde mir zumindest gesagt. Weil ich mich ja beschwert habe, dass die anderen sehr viel schneller unten sind als ich. So, ich habe generell viele Kommentare gelesen und generell möchte ich mich mal umfangreich bei euch bedanken für die unfassbar freundliche Art und Weise, wie ihr mir gesagt habt, dass ihr das Projekt mögt. Also egal auf welchem Wege, egal auf Twitter oder Facebook oder ich bin übrigens scheiße gelandet und ich sehe da gerade 1000 Fallschirmer schon runterkommen. Oder und in den Kommentaren oder per Daumen, scheißegal, das war überwältigend, euer Feedback. Und das hat mich echt happy gemacht. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür. Alles klar. Waffe! Waffe! Ich habe ein bisschen gelernt, beispielsweise mit T startet man den Third-Person-Modus, der jetzt hier vielleicht nicht gerade optimal ist. Na, hat der Peter etwa gerade ein bisschen Glück? Hat er gerade ein bisschen Glück? Kurz die Shotgun auch laden. Nur 6 Schuss haben wir. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, werde ich das mit dem Schneiden erstmal beibehalten. Das ist ja hier ein Ausnahmeprojekt. Und hier gibt es durchaus auch mal Downtime. Und vor allen Dingen zwischen den Matches und so weiter und so fort. Niemand hat vor, ein PewDiePie zu werden, ja, wie einige von euch da Sorge hatten. Das ist definitiv nicht der Plan. Aber ich selber würde mir viel lieber ein Video angucken, wo jemand auch ein bisschen Arbeit noch zusätzlich reingesteckt hat, um das Ganze ein wenig kurzweiliger, interessanter zu gestalten. Okay, Third Person ist tatsächlich ziemlich übermächtig, oder? Jetzt mal ernsthaft. Man kann ja hier sogar über die Zäune schauen. Und ich weiß, dass in diesem Wohngebiet tatsächlich einige Leute sind. Die klügste Variante wäre jetzt wahrscheinlich wegzurennen und zu hoffen, dass man einfach lange überlebt. Aber wo wäre der Spaß da drin? Das müsstet ihr mir nur nochmal sagen. Ich meine, viele haben mir Tipps gegeben. Ich versuche das meiste davon mit einfließen zu lassen. Wie beispielsweise, super Tipp auch gewesen, das mit den Wooden Arrows. Nicht Arrows, sondern Arrows. Da habt ihr ja ganz richtig gesagt, dass man die erst auspacken muss, bevor man die benutzen kann. Oh. Body Armor, habt ihr gesagt, wäre auch mega wichtig. Jetzt haben wir hier schon 2 ausgezeichnet. Das heißt, in diesem Haus war sowieso noch keiner. Mehr Shotgun-Munition, davon kann man sowieso nie genug haben. Hallo? Und irgendjemand hat mir gesagt, nicht im Chat reden. Nee, Moment, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Ich habe den da gesehen, den werden wir uns jetzt holen. What the? What the? Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. So. Ja, so nicht. Nice gemacht, Peter. Um die Ecke gucken. Da ist er nämlich noch drin. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Das war nicht so clever von mir. Und da ist der Kill, meine Freunde! Oh, ich bin im Bluten. Moderate Bleeding aber nur, wir haben noch 72%, das könnt ihr nämlich jetzt sehen, denn ich habe auch die Facecam umgestellt, ja, und kleiner gemacht, auf eure Anfragen.
Leck mich am Arsch. Und nur weil ich hier in diesem kleinen Projekt, was zugegebenermaßen jetzt wahrscheinlich aktuell ein bisschen so ein Favorite-Projekt ist von mir, weil das einfach super ist. Es ist krass, ihr wisst, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber wenn du mal selber so ein Video machst, ja, und es von so vielen Leuten so krass angenommen wird, ich meine, gerade haben wir über 14.000 Likes, ja, dann tut das verdammt gut. Und nur weil ich jetzt hier ein bisschen gecuttet habe, heißt das nicht, dass wir bei TTT oder so damit anfangen, um Gottes Willen. Das würde sowieso gar keinen Sinn ergeben, denn TTT, da gibt es keine redundanten Situationen, ne? Da gibt es nichts, da gibt es kein Rumgelaufe oder sowas. TTT-Folgen eignen sich nicht zum Schneiden, weil es da nichts zum Rausschneiden gibt. Aber hier jetzt zumindest bei dem Match aktuell auch noch nicht. Motherfucker! Vielleicht sollte ich nicht durch die Gegend ballern und dann über Straßen rennen. Ich will auch so ein Auto. Was sagt eigentlich die Map? Wo sind wir überhaupt? E5? E5? Wir sind E5? Ah, hier, E5. Oh shit. Ich muss nach Süden. Süden. Dahin. Holy shit. Wo kann ich denn eigentlich looten? Vielleicht sollte ich mich jetzt nicht mehr groß darum bemühen, aber kann ich den eigentlich looten? Holy shit, man kann ihn looten. Erstmal die Bandage mitnehmen. First Aid Kit, Molotov. Mehr brauche ich nicht. Ich sollte mich jetzt mal hier verpissen, glaube ich. Ich weiß nicht, wann das Gas losgeht, aber ich bin gerade aktuell nicht in dem korrekten Fenster. Das heißt, wenn das toxische Gas released wird, wir gehen nach Süden, ihr seht das jetzt gerade oben rechts, da zeigt der Kompass an, wo wir hin müssen. Und ich laufe über die Straße, die dümmste Idee, die man machen kann. Ich weiß auch gerade nicht, wieso ich das mache. Guckt nicht mal um die Ecken, zugegebenermaßen, weil ich gerade ein bisschen Panik habe und Sorge habe, dass wir gleich einfach durch toxisches Gas sterben. Und das wäre doch schon ein... Das wäre doch traurig, oder? Meiner Meinung nach... Wenn ich sterbe, dann bitte durch Menschenhand. Ich sehe gerade absolut niemanden. Wir befinden uns schon in E6. Ich glaube, damit sind wir in der Safe Zone. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich setze mich mal in diesen Busch. A, B, C, D, E, 6. Nicht wirklich. Also quasi schon, aber ich glaube, da wo wir uns aktuell aufhalten, noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach Süden, am besten sogar nach Südosten. Also in die Richtung. Das ist natürlich blöd, dass da ein Berg ist. Das ist sehr ärgerlich. Egal, Süden reicht erstmal, um wegzukommen. Gibt es hier eigentlich Hunger? Ich glaube nicht, oder? Hunger gibt es, glaube ich, nur in dem Survival, also in dem normalen Standardmodus. Ich glaube, Essen ist hier nicht so relevant. Und ich glaube, was Crafting und so weiter angeht, ist vor allen Dingen auch Bandagen oder so richtig relevant. Viel mehr gibt es hier, glaube ich, nicht mit rumcraften, weil die Waffen liegen sowieso überall. Zwischendurch mal nach hinten gucken. Denn sonst habe ich zu sehr Schiss. Hier kommen wir definitiv nicht hoch. Und gerade ist hier auch echt scheiße mit der Shotgun, wa? Soll auch mal ja ganz ehrlich sagen. So, auf offenem Feld. Immer noch E6. Ah klar, E6 ist ja auch komplett der Fluss, durch den ich jetzt eigentlich ungern durchschwimmen würde. Wir laufen hier ums Gebirge einfach rum. Die Map ist aber auch riesig. Ich dachte ehrlich gesagt, dass alle so ungefähr in der Safe Area spawnen. Weil sonst ist die Map ja viel zu groß. Wahrscheinlich bin ich sogar mit dem Fallschirm in der Safe Area gespawnt, bin nur mit dem Fallschirm rausgeflogen. Das könnte natürlich durchaus sein. So, wir haben den See überquert kurz. Finden uns allerdings immer noch in E6. Das dürfte allerdings nicht mehr allzu lange der Fall sein. Hier ist ja nur Wildnis. The Safe Zone has been marked on your map. Ja, weiß ich ja. Ich doch schon längst drin, ihr Bitches. Jetzt werden wir auch mal herausfinden, hoffentlich, wenn ich so lange lebe, ob der Kreis, das habe ich nämlich in den Kommentaren nicht gefunden, waren aber auch eine ganze Menge Kommentare, ob der Kreis sich auf der Map nochmal verändert oder ob der quasi sich in der Mitte, also sich quasi immer in die Mitte verkleinert. Gucken wir, ob jemand stirbt durch das Toxic Gas. Mich ja mega aufregen.
Die Geräuschkulisse macht das Ganze auch nicht einfacher. Aber ich muss sagen, ich glaube, so lange habe ich bisher noch nie überlebt. Vor allen Dingen mit einem Kill. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen. War jetzt kein besonders spektakulärer, geiler Kill, aber war ein Kill. Ein Auto würde mir jetzt auch an dieser Stelle sehr gut tun. Ich weiß, ich glaube, die findet man auch nur irgendwie random auf der Map. Und muss die dann teilweise sogar noch fit machen. Ich habe vorhin witzigerweise eine Testaufnahme gemacht. Da bin ich auch einem Server gejoint. Um meine Webcam zu positionieren, damit man halt auch alles sieht. Munition und Health und Position und so. Und da war ein Standardauto witzigerweise direkt darum, wo ich rumgelaufen bin. Und dann habe ich gesehen, da sitzt ja einer drin, aber der war wohl AFK. Den habe ich einfach weggeballert und dann bin ich mit dem Auto weggefahren und dann wurde ich aus dem Auto rausgesnipert. Aber ich habe auch ohne Ton gespielt, weil sonst wäre das alles ganz anders gelaufen. Ihr wisst ja, Survival God. Alter, was passiert hier gerade? Alter! Holy shit! Was war das denn? Motherfucker! Oh mein Gott! Das hat mich jetzt ein wenig überrascht. Wir finden uns immer noch im Wald. An dem Gebirge. Und ich habe schon ewig keinen Gegner mehr gesehen. Es gibt auch noch nur noch 54. Also jetzt wird tatsächlich das Spannende, ob wir überhaupt noch mal jemanden sehen werden. Wo laufe ich eigentlich hin? Südwesten? Das ist, glaube ich, eine scheiße Idee. Sollte ich lieber nach Südosten laufen. Ach, guck mal da oben. Gibt's da was? Ich bin ein Bergsteiger. Guck mal, ob sich hier noch irgendwo jemand rumtreibt. Ich meine, das Positive ist natürlich, dass man von hier oben echt einen guten Ausblick hat. Ich weiß jetzt nur nicht, wie weit genau die Render-Distance ist, damit ich Gegner sehen kann. Also ich frage mich, wenn da jetzt ein Gegner stehen würde auf der anderen... Nein. Auf der anderen Spitze des Berges, ob ich das dann überhaupt sehen würde. Aufgrund halt der Render-Distance. Viele hatten übrigens auch vorgeschlagen in den Kommentaren, dass ich das doch mal mit Daniel von Moonlight 7 zusammenspielen soll. Und das ist durchaus geplant, habe ich sogar geantwortet in den Kommentaren. Und viele haben auch gesagt, ey, spielt das doch mal im Team PeteSmeet! So habt ihr es nicht gesagt, aber so ungefähr. Und das ist auch eine gute Idee. Meiner Meinung nach. Aber Team PeteSmeet, wie die anderen Bobbys halt so sind, waren nicht überzeugt. Also, Z1, was für ein Scheißspiel. Zumindest Hardy hat es gesagt. Der Rest hat sich ziemlich bedeckt gehalten und nicht besonders krass darauf reagiert. Außer Jay, der sich das Video sogar von mir angeguckt hat. Und gesagt hat, yo, lass das hole ich mir auch mal. Dann können wir das mal ausprobieren. Also, Special Guest Star Jay incoming. Da vorne ist eine Hütte. Und manche von euch haben auch gesagt, die sollen nicht schneiden, weil die dann ja immer wissen, dass was Spannendes passiert. Ich würde jetzt hier hinschneiden. Und ich weiß selber noch nicht, ob was Spannendes passiert. Wobei, zum Zeitpunkt des Schneidens weiß ich das. Dammit. ihr habt mich reingelegt. Guck mal, ob jemand in dieser Hütte ist. Oder ob hier jemand eine Falle ausgelegt hat. Explodieren diese Fässer, wenn man auf sie schießt? Nö. War das klug, darauf zu schießen? Nö. Oh, voll geil, ey. Kann man richtig geil grillen mit geiler Aussicht und so weiter und so fort. So, bewegen uns wieder auf offenes... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich chill mich einfach eine Runde. Oh, wir haben eine Hütte mit einem Grill. Und jetzt ein bisschen die Aussicht. Okay, die Aussicht ist jetzt irgendwie so behindert, weil ich mich ziemlich genau vor den Busch gesetzt habe. Sorry, hab gerade was getrunken. Aber ein perfekter Zeitpunkt. Ja, da oben kann man tatsächlich hin, glaube ich. Ein perfekter Zeitpunkt, um zu gucken, wie das aussieht. E8. E8. Da sind wir. Wir müssen weiter nach Südosten. Oh, der Kreis ist kleiner geworden, wa? Oh shit, wir sollten uns beeilen. Wurde es denn nochmal angezeigt, dass der kleiner geworden ist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich es übersehen. Was haben wir denn hier Feines? Oh, Marauder Crate. Ich habe eine Crate bekommen. Geht's Z an mich.
Voll geil. Noch eine Grillstelle mit Shotgun. Und so einem Helm. Oh, you have no space for that. And nobody got space for that. Mal wieder den gleichen Job bringen. Südosten, weiter nach Südosten rennen. Ich laufe übrigens mit gezogener Pistole, weil ich das dumpfe Gefühl habe, dass eine Shotgun auf Entfernung mir nicht allzu viel bringen wird. Deswegen. The safe zone has been marked on your map. Ist die nochmal kleiner geworden? Ne, weiterhin in E8. Alles gut. Wieso hört man hier eigentlich immer Hundegeräusche, Bellen? Hab sich auch niemand in den Kommentaren nur lustig gemacht. Wir waren alle immer wie lustig. Ich habe das Spiel halt jetzt gerade zum zweiten Mal. Also Battle Royale zumindest. Science Center habe ich vorher in dem Stream gespielt, aber da habe ich es echt für Kacke gefunden. Deswegen ist das klar, dass ich noch nicht gut bin. Deswegen ist es auch gut, dass ihr mir so viele Tipps gegeben habt. Ich bin traurig, dass ich keinen sehe. Okay, Toxic Gas, bla bla, deine Mutter, stinkende Maggie. Wir befinden uns... Oh Gott, die Geräuschkulisse. Ich weiß, ich kann mich nicht mal irgendwo hinschillen. Und meine Map checken. Weil man mich hier von überall sehen kann. Wobei, ich befinde mich gerade in dieser minimalen Schlucht. Guck, könnte mich ein Sniper, der da oben steht, jetzt hier sehen? Das wäre mal was Interessantes. Mich irgendwo zu verstecken, um meine Map zu checken. Hier drin. E9 sind wir mittlerweile, habe ich gesagt, ne? E9. E9, das heißt, wir sollten jetzt nach Osten. Durch ein Flugzeug? Ich höre ein Flugzeug. Oh. Das sollten wir beobachten. Da kommt die Crate. Mal gucken, wie viele Leute jetzt hier hinkommen. Holy shit. Hier ist aber noch ein Stück. Also bin ich wohl nicht der Einzige, der gerade so eine Crate bekommen hat oben links. Also das ist doch so eine Crate, die ich noch einsetzen kann, oder? Also so eine Kiste. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit Crate sage. Hä? Wo sind die hin? Hä? Alter. Bewege ich mich gerade wieder aufs toxische Gas zu? Das wäre gelinde gesagt unclever. Einfach so auf diese Kiste zu... Kiste zuzurennen ist wahrscheinlich auch unclever. Ist da ein versenktes Auto? Hier scheint niemand zu sein. Und das ist definitiv ein versenktes Auto, ja. Und ich höre hinter mir ein Auto. Irgendwas habe ich hinter mir gehört. Die Kiste ist mittlerweile runtergekommen, wa? Shit. Mir war definitiv ein Auto, I shit you not. The fuck! Da oben sind Schüsse. Ich will keinen killen. Ich will noch einen killen. Ich weiß, normalerweise ist das Ziel ja der letzte Lebende. Aber fuck it, ich will killen. Da vorne irgendwo. Vielleicht verarscht mich der Sound aber auch. Offene. Ja, alles klar. Noch so ein Ding. Augenring. Ah! Ich weiß nicht, wieso ich mich jetzt gerade hingesetzt habe, aber irgendwas ist passiert.
Vielleicht bräuchte ich doch mal meine Binoculars. Sind wir eigentlich noch in der Clear? Wir sind F9, ja, wir sind in der Clear. Position, die wir gerade haben, ist schlecht. Ziemlich. Was macht er denn da? LOL! Das ist vorhin passiert. Ich glaube, wir haben Glück gehabt. Leute leben noch. Die Frage ist, wo sind die Lutscher? Vielleicht sind wir so einfach von irgendwo abgeschossen, oder? Bitte nicht direkt über mich. Ich bin gerade mega angespannt. Ich will mich mal der Kiste nähern. Wenn ich weiß, dass das nicht unbedingt die klügste Idee ist. Aber bisher sind wir ja relativ weit gekommen damit, einfach die klügsten Ideen nicht zu beachten. Da hinten sind Schüsse. Ich gehe lieber zu den Schüssen. Hier kommen die ganze Zeit... Alter, was hier gerade abgeht. Hinten rechts ist das. Aber trotzdem nach links. Wo kann ich absnacken, meine Freunde? Ich komme gerne vorbei. Wie ewig wir schon keinen mehr gesehen haben, das ist schon echt der Shit. Ich muss mal ganz kurz... Oh wow, ich setze mich immerhin richtig stupido. Wir sind F8. F8 ist gefährlich, wir müssen nach Süden. Süden. Nicht über mich. Nicht über mich! Süden. Wir müssen schnell nach Süden. Weil sonst kommt das toxische Gas und holt uns. Ich sehe es schon. Da hinten. Das kann man nicht sein. Da hinten waren definitiv noch Schüsse. Die müssen doch jetzt auch mal langsam in diese Richtung kommen. Wo sind denn alle? Bin ich so blind? Wie so viele Leute übersehen. Wir sind mittlerweile F9. I like this. Waren wir nicht sogar schon mal F9? Bin mir gar nicht sicher. Werden wir verfolgt? Nein. Releasing the toxic gas. Und richtig sexuell. Okay, ich glaube, ich will mal auf diesen Hügel drauf. Bin ich bestimmt auch der Erste mit dieser fantastischen Idee. Ich gehe lieber von der anderen Seite. Ich glaube, die gucken alle Richtung Norden. Falls jemand auf dem Hügel ist. Das heißt, ich werde ihn von Süden aus überraschen. Ah! Mein Herz.
Ohne Spaß. Geht gerade mega ab. Hat der da einfach gechillt? Also ich habe mir das schon angeguckt, weil ich kann man Vans fahren? Der Van sah so aus, als wäre der gefahren worden. Aber ich könnte halt nicht drauf schwören. Der sah so aus. Aber dann hat sich dahinter einfach einer versteckt und wahrscheinlich einfach doch gewartet, irgendjemand kommt schon irgendwann über die Straße mal stehen einfach weg. Fuck ey! Und dann hat er mich auch noch weggemacht. Ah! In der heutigen Folge leider nur eine Runde Battle Royale. Angesichts der Zeit. Sorry. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich danke euch vielmals fürs Feedback. Würde mich natürlich wieder total über Feedback freuen, in welcher Form auch immer, wie es euch am besten gefällt und schmeckt. Und damit sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.